Auf den Cent genau wird präsentiert von Samberger. Einfach lebenswerter. Viermal in und um München. Und Lupse, Bäder fürs Leben. Altersgerechte Komplettsanierung aus einer Meisterhand. Wieso juckt die Nase halt? Das muss daran liegen, dass ich eine Kandidatin habe, die gewinnt. Ja, oder so ähnlich. Also wir drücken auf jeden Fall alle die Daumen und sind dabei. Und jetzt habe ich ja schon was verraten, gell? Nicht nur, dass sie die Gutscheine von 1000 Euro ausgeben kann, sondern dass es eine Kandidatin ist. Ja, und so schaut sie aus. Hallo, ich bin die Tina. Ich bin 37 Jahre, komme aus Dachau. Und ich freue mich wahnsinnig, heute dabei zu sein, mein Glück zu probieren. Und ich hoffe, dass ich in einer halben Stunde alles so hinkriege und auf den Cent genau passt. Was ich bei der Tina mitbekommen habe, ist, dass sie schon sehr, sehr lange die Sendung schaut und immer schon heimlich mitgeübt hat zu Hause auf der Couch. Aber Couch und Realität sind halt doch zwei verschiedene Dinge. So vom Eindruck her macht sie einen ganz ruhigen und auch einen geordneten Eindruck. So bleibt. Ja, ich bin schon ein bisschen aufgeregt, weil es macht man nicht jeden Tag, dass man Fernsehen irgendwie mitmacht. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, ich schaffe es einfach, dass ich irgendwie einen kühlen Kopf bewahre, alles ordentlich runterschreibe, mich nicht verrechne und dann am Ende hoffentlich das Auto vollpacken darf. Wir genießen das jetzt noch, dass wir uns noch in die Augen und in den Mund schauen können. Gell? Der fehlt irgendwie in der Mimik. Ja, macht schon einiges weg. Gell? Wenn man den Mund nicht sieht und das Lächeln, gell, das ist halt Da fehlt doch was. Ja. Ja. Aber nichtsdestotrotz, zwei Daumen hast. Bei den Kamerajungs schaut es schwieriger aus, weil die brauchen beide Hände zum Drehen. Aber kriegen wir hin. Die Gutscheine, 1000 Euro. Plan hast du auch, was du einkaufen möchtest? Ich habe mal was geplant, mal schauen, ob er so umsetzbar ist. Ja, und du hast aber einen ganz großen Störfaktor und der heißt Werkmeister. Nein, natürlich, ich bin dabei. Aber immer alles schön rausgeben, mir in die Hand geben. Wir lassen es nochmal kontrollieren vom Preis, damit auch alles super an der Kasse klappt, dass da nichts hängt. Und dann fehlt eigentlich nichts. Dann können wir loslegen, oder? Mach mal. Bis auf die Spielregeln. Die brauchen wir noch. Ich suche einen Kandidaten, der spontan 1000 Euro bei mindestens 10 Artikeln in maximal 30 Minuten ausgibt. Wie immer, auf den Cent genau. Dabei gilt kein Artikel doppelt und es gelten die ausgewiesenen Preise. Schafft es der Kandidat, darf er alles mit nach Hause nehmen. Schafft es nicht, hat er eine halbe Stunde Zeit verloren. Halten uns nicht mehr länger auf, Tina. Ach, los geht's. Ich versuche immer die Nervosität zu erkennen, aber... Ich bin mega nervös. Nein, niemals. Ich bin oft im Radio, deswegen vielleicht ist es ein bisschen schon runtergenommen. Im Radio? Ja. Und jetzt im Fernsehen? Ja. Was für eine Karriere. Steigerung. Die Zeit läuft ab jetzt. So, 30 Minuten. Also, ich würde gerne erstmal auf den Grill schauen. Da sind meine zwei. Gut, danke schön. Ihr folgt mir? Ich bin hinterher. Super. Ich nehme auch den Wagen, wenn du willst. Okay. Gut. Nehme ich gerne an. Ich schiebe. Es sieht doch schon mal vom Start her nach einem Plan aus. Kommst du hier durch? Ja, du. Ich habe ein bisschen abgenommen, das geht. Ach so. Das Corona-Wammerl ist schon runtergetrimmt. Oh, da also, komme ich nicht durch. Ich würde gerne den Grill hier haben, den Weber-Grill. Den Grill willst du haben? Sehr gut. Okay, da schreiben wir jetzt mal. Das sind die 399 glatt. Okay. Sollen wir das irgendwie mitnehmen? Oder den lassen wir die Kasse bringen. Okay. Der ist jetzt zu groß, den kriegen wir da jetzt nicht drauf. Willst du da weiter oder da weiter? Ich würde zu den Garten, dann gehen wir hier zurück, zu den Garten hier liegen gehen. Wenn du einmal kurz umdrehst, dann gehe ich hier rum. Genau. Und zwar. Das hat was, oder Tina, wenn man so völlig alleine fast ist hier beim Einkaufen? Das ist super, ja. Also den Hängekorb würde ich nehmen. Hängekorb für 299. Genau. Die Strategie habe ich schon erkannt. Jetzt kommen die fetten Teile, oder? Ja, das Fette kommt zuerst. So, dann will ich einmal kurz wieder rüber nach hinten okay. gehen. Okay. Und nur, dass du mal siehst, also in so einem Tempo mit 1,46, da kommen wir ich versuche mein Bestes. Locker hin. So, dann würde ich gerne so eine Küchenmaschine mitnehmen. Das ist schon Paradies, gell? Ja, das ist super. Einfach, was einem gefällt, rausnehmen und einkaufen. Nur den Preis nochmal, weil ich den hier links so sehe. Das war jetzt allerdings die Küchenmaschine. Genau. Das ist nämlich die Fritteuse, die steht woanders der Preis. Genau, abscannen ist am allerbesten. 39,95. 39,95. Das war sauber bayerisch. Alles klar. Jawohl. Da drüben habe ich auch schon was gesehen. Ich gehe mal ganz kurz hier durch. Ja, ich gehe da rum, weil hier ist ein Steig im Weg. Aber nur so zum... Verstehen Sie, also im Plan bist du nicht mehr. Du kaufst schon wieder eher so nach, oh, ich habe da was gesehen, oder? Ja. Und zwar, ich finde die Saugroboter ganz cool.
Kannst du mir ganz kurz mal schauen, was der da kostet und was der da kostet, also die drei, was der Unterschied ist? Dass da die Preise haben, genau, oben sind sie. Welcher? Von allen dreimal die Preise. Weil sie dort stehen, genau, brauchen wir mal. Gehst du ein bisschen weg, genau, dann kannst du die Preise checken. Genau, du kannst die Zeit nutzen, rechne schon mal. Bei dem sind wir bei 59,99. Okay. 199 Grad aus. Nee, das ist zu teuer. Ja, du hast zu teuer eingekauft. Du hast schon wieder alles verblasen hier. 129. Okay, dann nehme ich den ersten. Ne? Den ersten packe ich ein. So, dann halt mal bitte, kannst du noch mal schauen kurz. Das war jetzt der für. Da, genau. Wo meine Hand ist. 59,99. 99, alles klar. Gut. Dann gehen wir weiter. Aber der soll das saugen und wischen in einem Arbeitsgang, mein lieber Mann. Teile haben wir jetzt 4. Ja. Also Artikel. Wie weit bist du schon so überschlägig? Messest du ja, ja schon? So circa 800 Euro haben 800 wir. 800 sind schon durch, gell? Ja. Noch geht sie ganz geschmeidig. Und die Zeit sagt, erst 5 Minuten sind um. So, einmal den Fensterputzer. Steck doch den Stift hinten drauf, davon, ja. die Hülle. Einmal kurz wegen, hat der Preis so passt? Ja, den Fensterputzer, den liebt jeder, gell? Ja, irgendwie. Der muss 79,99 ist der schwarze, das müsste passen. Den genau. hab in der letzten Sendung auch schon. So, Artikel Nummer 5 war das. Gleich geht's weiter mit Auf den Cent genau, präsentiert von Bayerischer Fliesenhandel, die Welt der Wohn- und Objektkeramik. Und Baby One von Anfang an in Karlsfeld und Brunnthal. Verjünge deine Haut mit der Resveratrol-Pflege von M-Asam für eine straffere Haut. Dank patentierter NT50 Navigationstechnologie. Studien bestätigen sichtbare Faltenreduktion durch hochwirksames Resveratrol aus der Weinrebe. Die Resveratrol Premium NT50 Pflegelinie von M-Asam auf asambeauty.com. Entdecke jetzt das limitierte Resveratrol-Set in XXL-Größe auf asambeauty.com. Eines Tages werden wir alt sein. Wir werden alt sein. Und wir werden zurückblicken. Wir haben viel erlebt. Wir haben viel gelacht. Haben die Nächte zum Tag gemacht. Wir sind geflogen. Wir sind geschwebt. Wir haben das beste Leben gelebt. Ja. Eines Tages werden wir alt sein. Und ewig jung bleiben können, oder? Bäder fürs Leben. Lupse und Lupse. Das komplette Bad aus einer Meisterhand. Baby One. Von Anfang an der Begleiter in eine neue Lebensphase. Auf über 800 Quadratmetern alles für Baby und Kleinkind. 25.000 Artikel und qualifizierte Serviceleistungen. In Karlsfeld und Brunnthal. Baby One. Von Anfang an. Weiter geht's mit Auf den Cent genau, präsentiert von Samberger. Einfach lebenswerter. Viermal in und um München. Und Lupse und Lupse. Bäder fürs Leben. Altersgerechte Komplettsanierung aus einer Meisterhand. Für meine Tochter, da muss ich auch was mitbringen. Wie viele hast du denn Kinder? Nein, nur eins, aber ja, die wird halt verwöhnt. Ja, mei, warum nicht, gell? Ja. Da bloß wir uns haben. Was kostet denn der Spaß? Unten ist 39,99. Alles checken. 39,99. Genau so ist es. Was ist dabei? Ein Kalb, eine Katz und ein Hund. Alles drin. Langsam füllt sich der Wagen. Die Zeit sagt 6 Minuten 25. Also okay, alle so. Zeit der Welt. 917 Euro sind wir jetzt. Das hast du schon mal gut angestellt. Ja, dann schauen wir mal. Jetzt kannst du vor allen Dingen auch in Ruhe auffüllen. Also immer noch Artikel kaufen, die du haben möchtest. Ja. Nichts, was unnütz ist. So, wenn Corona vorbei ist, dann für die nächste Party mal. Party ist ein super Stichwort. Stell's drauf, wir testen es gleich. Alles kostet klar. Hier laut Preisliste 34,99. Und wo ist der Strichcode? Hier, 34,99. 34,99 passt. Da ist die Flasche mit dabei. Sehr gut. Jetzt gehen wir vielleicht mal da unten ran. So,
Jetzt haben wir 7, 26. Sind oben. Staatlich geprüfter Weigerl-Schirber. Ja, ich finde so einen Hut ganz cool. Ist ja schon witzig, wie du einkaufst, gell? Ja. Für wen ist das jetzt? Für wen? Für den Mann. Ja, oder für den Papa. Mein Papa, der steht auch so auf Hüte. Ach, der Papa kriegt ja den Hut. Ja, weißt du die Größe vom Papa? Das Größte, was es gibt. Also es ist das Größte. Also ich habe einen Riesenschädel, pass auf. Mein Papa auch, deswegen. Schau. Passt er dir? Ja, der könnte noch ein bisschen größer sein. Größer. Ja, das geht schon. Doch. Also ich habe einen hab 59. Auf, wenn er nicht passt. Sieht man das nicht? Hm? So ein Schädel. Was war der Preis nochmal auf dem Hut? Der Preis? Genau. Den lassen wir gleich testen, da wissen wir ganz genau. Geh mit Hut. Ah, das geht nicht mehr. Geht nicht mehr? Muss man raustun. Gut, mei, schade. Schade. Gell? Hättest du mit Zucker gestanden. Gut, tun wir raus. Hut ist wieder weg. Hatte ich ihn mal hin. Ja. Jetzt dann gehen wir darüber. Aber bei den Artikeln sind wir erst bei 3, 4, 5, 6, 7. Also 3 Artikel müssen es auf jeden Fall noch sein. Wo fahrt es denn hin? Ah, die gefällt mir. Die LED-Leuchte. LED-Kugel. Die gibt es aber jetzt in verschiedenen. Nee, die da hier, oder? Ja, nein, das ist wahrscheinlich bloß die. Nee, dann nehmen wir die große hier. Die große ist aber. Das ist die untere, genau, 29. Aber da gibt es das helle gar nicht, oder? Nehmen wir die für 24,99. Okay, ich lasse das mal checken. Ja. Das ist die große. Aha, das ist das andere. Ach so, 29, okay. 29,99. Gut, da steht, aber ja groß da, gell? So, noch 2 Artikel. Ich schau bei dir auch nochmal. Ja, stimmt. 8. 2 müssen es. Wo bist du? Bei welchem Preis? Bei 982,90. 982,90. Von der Zeit her haben wir jetzt 10, 18, also erst ein Drittel verbraucht. Okay, ein bisschen Gas geben. Das nennt man mal einen guten Schnitt. Ne? Ein Drittel der Sendezeit ist um, aber sie hat fast schon alles beieinander. Das heißt, nach einem Drittel auffüllen, das könnte ein neuer Rekord werden. So, das braucht man immer fürs Auto. Auch gut, kostet, wo stehst du? 5,29 Euro. Ist es minus 20 oder minus 30? Minus 20. Dann ist es 4,29 Euro. Danke. Genau. Passt. Okay. Und wir haben noch einen guten Zehner, oder? Was haben wir noch? Circa gute 12 Euro, ja. 12 Euro. Du hast ja schon den Luxus, dass du noch unter der Hälfte schon am Auffüllen bist. 11, ja, 29, sagt die Uhr, sind um. Ich nehme halt noch einen Luftballon mit auch gleich. Ja klar, wenn du jetzt schon den eben. Das Helium-Ding, da sind aber auch Luftballons drin, glaube ich, gell? Sind da hier drinnen auch? Ja, ich glaube schon. Warte mal. 30 Ballons, ja, ich sehe es gerade. Da sind Ballons drin, Stück. Ja, ja. Gut, dass du hast das, danke schön. Nee, Moment, für bis zu 30 Ballons. Ach so. Ballons sind nicht enthalten. Na gut. Ja, das wäre ja Katastrophe. Also. Stell dir mal vor, du kommst daheim und dann hast du das Helium, aber kein Ballon dazu. So, es muss 6,99 sein. Was ist jetzt sein? Das Traumpferdchen, das Einhorn. 6,99. Und wieder wird gerechnet. So, brauche ich noch Kleinzeug, schaue ich mal. Kleinzeug. Du wärst ja umringt von Kleinzeug. Ja. So, nehmen wir mal eine Taschenlampe hier mit. Für 5,29 Euro. Mhm. Jawohl. So, brauchen wir noch 53 Cent. Dann würde ich mal zu den Schrauben schauen. 5,29, das heißt, ja. 53 Cent hast du noch. Ja. Moment, der Artikel sind wir jetzt geklappt, oder? So war der 11. war das jetzt. Das war schon das 11. Also genau, du hast ja den Ballon. Genau. Genau. Mit dem, also da sind wir durch. Da kann sich ja mal gar nichts mehr passieren. Gleich geht's weiter mit Auf den Cent genau. Präsentiert von Bayerischer Fliesenhandel. Die Welt der Wohn- und Objektkeramik. Und Baby One. Von Anfang an. In Karlsfeld und Brunnthal. Wenn der Alltag mal wieder zu stressig wird, nimm dir eine Auszeit. Unsere Bäckereien bieten dir neben gemütlichem Ambiente leckere Kaffeespezialitäten.
Und natürlich beste Brezen aus eigener Herstellung seit 1930. Müller, alles gut gemacht. Der Bayerische Fliesenhandel, die Welt der Wohn- und Objektkeramik. Auf Bayerns größter Ausstellungsfläche haben wir alles. Von der Fliese in Holzoptik bis zur Deckenhohnfliese. Wir beraten Sie gerne auf unseren über 1800 Quadratmetern. Ihr Bayerischer Fliesenhandel in München-Pasing. Weiter geht's mit Auf den Cent genau, präsentiert von Samberger. Einfach lebenswerter. Viermal in und um München. Und Lupse und Lupse. Bäder fürs Leben. Altersgerechte Komplettsanierung aus einer Meisterhand. Da sagt noch mal einer, dass Frauen und Baumarkt nicht zusammenpassen. Unsere Kandidatin Tina ist heute im Hage-Baumarkt unterwegs, um ihre 1000 Euro auszugeben. Gekauft wird, was das Herz begehrt. Ein neuer Grill, ein Hängekorb, ein Saugroboter und natürlich etwas für die kleine Tochter. Um ihrem Mann zu beweisen, dass sie die Challenge doch schaffen kann, fehlen ihr nur noch 53 Cent. Mal sehen, ob sich etwas findet. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit Tina im Hage-Baumarkt in Freising. Und jetzt brauchst du 53? Ja, genau. 53. 59. Wie gesagt, du kannst ja jederzeit jonglieren. Du kannst ja wieder rausgehen, wenn du was glatter geht. Regale gibt's ja genug. Alles da. Zeit sagt 13,56. Die macht einen neuen Rekord hier. Zeitdruck brauchen wir keinen machen, weil du kannst schauen in aller Ruhe. Ja. Den man ja normalerweise am Ende nicht hat, aber in dem Fall ist sie jetzt gegeben. Oh, jetzt suchen die kleinen Dinger hier, die passen könnten, Mensch. Ja, ja. Oder denkst nochmal um. Du kannst ja jederzeit noch ein korrigierteres Ende hinkriegen mit den Preisen. Ich kann dir nicht einmal helfen schauen, weil von hier sehe ich nur noch Schatten. Muss man wiegen, gell? Achso, genau. Muss man wiegen, ah, okay. Aber der Stückpreis gefährlich, noch mal dran. Cool. Das, das ist der Stückpreis hier, oder? Das ist Stückpreis, ah, okay. Das ist Wiegen, genau. Aber das kannst du auch. Aber dann kann es ja gefährlich sein, weil du brauchst ja nur einen Artikel. Ja. Du kannst das ja nicht mit zwei aufwiegen. Ja. Das muss praktisch passen. Aber es sind so viele Artikel, du kannst überall mehr schauen. Noch was. Aufpassen, dass es keine doppelten Artikel sind. Mhm. Ah, derzeit muss ich hier am Rechnen hier schauen. Oder du gehst nochmal auf eine andere Endung. Jetzt ist die Halbzeit durch, jetzt bist du bei 15,57. Okay. Aber noch kein Grund zur Panik, weil normalerweise Halbzeit ist. Mal kurz schauen vorne bei der Kasse, was da noch für Kleinigkeiten gibt. Ganz entspannt, genau. Oh, Moment, ich nehme den Wagen wieder mit. Wir lassen den Wagen hier stehen, gell, Tina? Ja. Kann jetzt nicht mehr so groß sein, was du da. Erwischt. Nee, ist so teuer alles hier. Okay. Ja, 53 ist eine blöde Zahl. Das ist eine blöde Zahl. Entschuldigung, was kosten die Tüten bei euch? Wie viel? 15 Cent und 35 die große. Ah, okay, danke. Kann man sich schon mal merken. Gut, gute Idee. 35, brauche ich das mit 18 Cent, eine Schraube, damit es vielleicht gehen. Mit 18 Cent eine. Wagen lasse ich hier, oder? Ja. Eine Schraube mit 18 Cent. Die Zeit sagt 17,14. Manchmal ist es schon wie verhext, gell? Da stehen jetzt wirklich unendliche Preise, ganz alle möglichen. Ganz viel 19er gibt. Und das, was du jetzt brauchst, ist nicht da. Ist zu viel. 19, 29, 9. Da kann ich es vielleicht doch mit dem Wiegen probieren. Hier ist noch 35 Cent. So, ich muss aber aufschreiben, dass wir es haben, das in die Tüte. 100 Zettel dazu. So, das waren jetzt für 35 Cent. 35. Was war das für ein Artikel? Ich schreibe das mal da drauf. Hier, Verbindung. Genau. Ich schreibe es mal hier drauf, dann kann uns nichts passieren, oder? Artikelnummer, kann man das lesen? Wow. Immer noch 18 Cent. Immer noch 18? Mhm. Aber schon mal schön, was ist denn das eigentlich hier? So eine, dass wir schon wissen, mit was wir da zu tun haben. Mit einer Scheibe für Verbindungsschraube mit Kolben. Na toll.
Und nochmal drüben jetzt abwiegen. Abwägen. Kann ich mehr reintun oder nur eine? Nein, das ist ja das Gemeine. Jetzt geht nur eine Schraube, eine Mutter. Was ist denn die Waage? 19:13 ist die Zeit. Hier ist sie. Und, nur mal nicht gemerkt. Und musst schauen, dass es auch das Mindestgewicht hat. Das ist nämlich auch so ein Ding. Wenn es zu leicht ist, nimm das nicht an. Aber S186. Die Schraube schaut gut aus. S186. Ah, die ist zu teuer. Obwohl 39. Noch eine mit 14 Cent vielleicht. Oder du tust die wieder zurück und machst anders. Noch geht alles. Zeit sagt 20:11. Also du hast noch ein Drittel deiner Zeit. Genau, wieder rein. Willst du die tauschen hier? Ich warte. Nee, lassen wir jetzt alles so stehen. Lassen wir alles stehen. Ja, gut. Ich will ja nur ein bisschen behilflich sein. Das war die Nummer S185. 22 Cent. Was rechnen? 22 Cent. Heute noch 31, was anderes. Also du rechnest jetzt praktisch zwei andere Beträge. Ja, genau. Also die ist jetzt mal noch geparkt. Die ist immer noch auf Park, genau. Gut, die nehmen wir dann wieder raus. Noch gilt sie nicht. Ja, die Schraube und das Kleinzeug. Das ist immer so schön, da übt man dann und schaut sich Sendungen und sagt, das ist doch so leicht am Ende, aber. Und es ist ja jetzt wirklich alles da, gell? Aber man muss es halt finden. Welche war das? Die Nummer? S083. Ups, ist viel zu teuer. Ja, nicht verkehrt reinstecken, gell? Der Nächste ärgert sich. Lass einfach auf, wenn du eine wiegst. Dann kann ich auch noch mal schauen. Ah, was leichtes mal. Wenn zu leicht wieder sein wahrscheinlich. Ja, zu leicht, dann nimm das nicht. S064. Okay. Hast du S064? Ja, 29 Cent. 29 Cent. Ups. Nee, ist auch nicht gut. Sagt die Zeit. 33 Cent. Ja. Du machst es jetzt aber schon spannend hier. Es ist immer die kleine Schraube, die am Ende fehlt. Beim Zusammenbauen oder jetzt auch bei der Sendung. Aber es sind so viele da, sie wird es doch finden. Gleich geht's weiter mit Auf den Cent genau. Präsentiert von Bayerischer Fliesenhandel. Die Welt der Wohn- und Objektkeramik. Und Baby One. Von Anfang an. In Karlsfeld und Brunnthal. Hut breiter. Die Welt der Hüte. Ihr Hutfachgeschäft seit über 150 Jahren. In der Kaufinger Straße, direkt am Dom. Millionen Menschen in Deutschland laufen falsch und haben deshalb Schmerzen. Wir bei Samberger beheben das. Bei der Laufbandanalyse finden unsere geschulten Experten heraus, woher Ihr Schmerz kommt. Von der Körperstatikanalyse bis zu den passenden Einlegesohlen. Samberger, damit Sie wieder richtig laufen können. Die Familie Russoniello, bekannt dafür, bayerische Kulturflächen in mediterrane Spitzengastronomie zu verwandeln, hat ein neues Zuhause, das Teatro Sollen. Die ehemalige Iberl-Bühne vereint jetzt bayerische Biergartenkultur mit italienischem Flair. Modern trifft auf rustikal. Das Teatro Sollen. Weiter geht's mit Auf den Cent genau. Präsentiert von Samberger. Einfach lebenswerter. Viermal in und um München. Und Lupse und Lupse. Bäder fürs Leben. Altersgerechte Komplettsanierung aus einer Meisterhand. 33, dann wollten wir was für 20 Cent noch. 20 Cent, also das ist die 33 hat die, aber die wiegen wir dann nochmal ab. Halt die mal in der Hand. Ja. Die fällt aber jetzt schon mal komplett raus hier, oder? Die kann ich jetzt wegtun. Ja, dann würde ich was für 19 nehmen. Nimmst für 19, okay, mach das Tütchen, mach die Nummer drauf. Ich tue die wieder rein. Genau, schreib so. Die Nummer noch drauf. Mein Stift kurz. Da, der hängt dort. Ah ja. Diese 450-Nummer. Genau, das ist die 22. Und jetzt 30 Sekunden. Das war nämlich die 19. Und die andere nochmal abwiegen und das Zettelchen raustun. Genau, das Zettelchen noch mit dazu. Dann gehen wir nochmal an die Waage.
So, und das war jetzt 19 Cent. Welche war das jetzt? Achso, ich habe nicht offen gelassen gehabt. Oh. Ich glaube, die war es hier, die S065. Ja. Eine Einschlagmutter. Die 33. Kann, wie viel? 33 Cent. 33? Ja, das muss gehen. Müsste ausgehen. Mhm. 33. Aber noch ins Tütchen beschriften. Also S065 ein Stück. Beziehungsweise den Zettel von der Waage brauchst du doch, oder? Gute Idee. Muss schon alles seine Ordnung haben hier. Zettel ausdrucken. Ach, okay. Ach so. Kommt nicht. Nee, jetzt kommt so der Betrag, aber nicht okay. Ah, okay. Jetzt. Die anderen muss ich aber rausziehen, die da drin waren. Was war da drin? Ach, du hast mehrere? Nee, ich habe nur eine genommen. Ach so, das war eine andere Tüte. Entschuldigung. Das habe ich wieder vergessen. Das hat jemand hingelegt. Ich bin schon ganz verwirrt. Oh mein Gott. Das war gar nicht deine Tüte. Hilfe. So. 24,04. Also alles gut. Kriegen wir hin. Jetzt nochmal alles durchrechnen, dass auch passt. Ja, wir probieren es. Stopp. Stopp. Bei 24, 31, 40 machen wir Stopp. Dann gehen wir zum Wagen. Wir probieren es, ansonsten müssen wir mal laufen. Hier vorne steht er. Ja, also am Anfang ging es echt ziemlich schnell und ziemlich flüssig. Aber jetzt zum Ende hinaus mit dem kleinen Betrieben, mit den Schrauben. Also ich hoffe, ich habe es richtig gerechnet. Ansonsten muss man noch mal korrigieren, aber ich lasse mich überraschen. Okay, sind wir soweit? Dann fangen wir mit dem Stuhl an. Der steht ganz hier hinten. Genau. Dann haben wir bei 2,99. Du kannst gerne deinen Zettel dazu nehmen, Tina. Ja. Kannst du nochmal kontrollieren. Okay, gibst du bitte dann die Schrauben als letztes? Ja, mache ich. So, dann haben wir den Grill, genau. Der steht auch hier. Das haben wir. Einfach drauf aufs Band. Küchenmaschine. Und weiter geht's. Roboter. Lampe, den wir umnehmen. Fensterputzer. Die Party kann kommen. Taschenlampe. Das so, und jetzt haben wir schon alle Artikel. Jetzt kommen nur die Schrauben. Die Schrauben. Wir sind bei 99,47 und 999,80. Den müssen wir einen Artikel eingeben, da steht er drauf. Das war einer. 19. Jawoll! Und da kommt er zum Einsatz. Lange war er nicht mehr dabei. Ja, super. Den legen wir jetzt da schön oben drauf. Und dann hätten wir nämlich 1000 Euro glatt. Dann hole ich doch jetzt die Gutscheine raus, und dann kannst du nämlich jetzt gleich mit Gutschein bezahlen. Das ist doch herrlich, oder? Alles mega. Weg. Mega. So ist gleich beglichen. Jawohl, das Ganze kommt hier rein. Dann würde ich sagen, müssen wir nur noch raus und das einpacken, weil ich glaube, das kriegst du nicht heim. Nee, ich glaube auch nicht. Das müssen wir einpacken. Sehen uns draußen. Ja, super happy. Also ich freue mich mega, dass es geklappt hat und dass ich mich nicht verrechnet habe. Und ja, der Sommer kann kommen, Grillen kann kommen, die nächste Party ohne Corona. Also ich freue mich. So, Kleinzeug noch rein und dann haben wir schon den Großeinkauf im Kasten. Klappe zu, Affe tot. Fahren wir nach Dachau. Das wäre super, ja. Ja, so ist besser. Und top gemacht, mehr kann man nicht machen. Jetzt fahren wir das Ganze nach Hause und naja, vielleicht bist du das nächste Mal dann der Kandidat, der es auch schafft und alles einladen kann und mit nach Hause nehmen. Ne? Dann bewerben. Wir sehen uns in 14 Tagen. Servus. Auf den Cent genau wurde präsentiert von Bayerischer Fliesenhandel, die Welt der Wohn- und Objektkeramik.
und Baby One von Anfang an in Karlsfeld und Brunnthal.